Guck mal, ein Zimtknuffi. Oh, scheiße. Ich finde das irgendwie so faszinierend, dass jemand etwas als Knuffi bezeichnet. Finde ich super. Fog and Indie Coffee Break? Ah ne, ich nehme Chill Out Lounge. Das klingt chillig. So, jetzt werde ich mal hier diese Lesungssache machen, dass ich da noch mit reinrutschen kann. Bisher sind hier 47 Zusagen. Ich weiß nicht, ob jetzt auch alle verbindlich teilnehmen, aber ich werde das tun und dazu muss ich einen Amazon-Gutschein verschicken und da muss ich jetzt mal, endlich, ja, muss mich anmelden. Es dauert. Also dieses Lied gefällt mir richtig. So, das hat jetzt geklappt und jetzt hat Tobi mir gerade geschrieben, dass Nini Coherent rezensiert hat. Das wusste ich auch, aber ich wusste jetzt nicht, also ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass das heute war. Und ich kann das natürlich hier nicht sehen. Guckt euch das mal an. Da brauche ich gar nicht versuchen, ein Video abzuspielen, aber ich will das sehen. Vielleicht klappt es ja mit ganz schlechter Qualität, mit ein bisschen Glück vielleicht. Komm schon. Hier, da, dieser weiße Kasten, das ist es. Man sieht hier nichts. 11 Minuten 30 über Coherent und ich kann nichts dazu. Ich will das auch an Mann. Komm schon. Komm schon. Bitte. Bitte. Okay, also ich werde jetzt erstmal den Gartenschlauch anschmeißen. In der Hoffnung, dass sich das dann irgendwie... es tut sich was. Vorlädt. Ätzend. Ja. Hervorragend. Ne? Also. 408. Och komm. Geht um ein Junge. Oh. Es ist hoffnungslos. Guckt euch das mal an. Toll. Okay, das hat keinen Sinn. Ich werde jetzt erstmal diese Duschsache machen und vielleicht hat sich das Internet ja bis dahin dann erholt. Könnt euch nicht vorstellen, was für eine Windung das immer ist. Ich habe mir jetzt gerade ein Pony am Waschbecken gewaschen. So sehe ich auch aus, ich weiß. Jetzt da hinzugehen, in diese dunkle, kalte Ecke da hinten und sich mit dem eiskalten Wasser zu duschen. Das ist, ich meine, danach ist geil, aber jetzt ist es echt. Also der passt ja wie eine Eins. Voll die Piepshow hier. So, und das ist die zweite Billigattraktion, diese wundercoole Hose. Passt zusammen wie Faust auf Nase, Auge, also du weißt schon, also ihr wisst schon, also ich bin sehr zufrieden mit meiner Ausbeute und ich bin furchtbar ungeschminkt und mach die Kamera jetzt aus. Interessante, unerwartete Drehungen und Wendungen, mit denen man so einfach nicht rechnet. Arbeit voll den Retro-Look. Hier mein cooles neues T-Shirt und die Hose hatte ich euch ja schon gezeigt, ist auch total oldschool irgendwie, so weiß ich auch nicht. Und ich habe mir auch ordentlich Mühe gegeben, einen ordentlich krassen Eyeliner zu machen. Ich weiß nicht warum. Es ist ja nicht so, als würde mich hier jemand sehen, außer euch. Hatte aber irgendwie Bock drauf und dann habe ich auch so ein bisschen rumtupiert. Also nicht doll, aber so ein bisschen. Ich hatte so richtig Lust, halt mal ein bisschen... So, und jetzt bin ich voll retromäßig fertig und ich habe noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Was haben wir denn? Ja, eine halbe Stunde habe ich noch, bis hier die Menschen aufmarschieren. Sehr gut. Dann ist die Dachsache dran. Stell ich euch den mal hin. Und ich muss anpacken, weil ich bin ja jung und stark. Ich werde jetzt erstmal, also wir haben uns das eben alles schon angeguckt und ausgemessen. Ich werde jetzt mal eben die alten Nägel da rausziehen, mit der die Dachpappe befestigt ist. Oh, Strick. Derzeit besorgt der junge Mann, neue Dachpappe. Und dann wird die verlegt und ich muss das jetzt mal eben machen. Dann ist das schon erledigt, wenn er wiederkommt. Oh mein Gott, ich bin so ungelenkig. Aber dazu muss ich mir erst mal ein paar Turnschuhe anziehen. Wir wollen ja nicht auf Flipflops schön von der Leiter runterfallen. Das muss ja nun auch nicht sein. Dann wollen wir mal sehen. Ugh.
naja, mit Musik geht alles, ne? Okay, das war ja mörderisch. Also man hat ja schon, wenn man einmal beim Rausziehen eines solchen Nagels das Gleichgewicht verliert und nach hinten wegrutscht und unter sich schon hier, den Boden näher kommen sieht. Gute Nacht, ich weiß nicht, wie das da gleich funktionieren soll. Das ist eine Riesenarbeit und ich habe echt ein bisschen, oh mein Gott, ich mag da gar nicht zugucken. Na ja, gut, wir werden sehen. Es geht weiter. Komplette alte Dachpappe jetzt runter und den ganzen Modder, also es sieht ganz schlimm aus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da einfach wieder was drüber zu legen, aber was willst du auch machen? Aber egal, immerhin kommen wir voran, das ist ja schon mal etwas. Ist auch mein erstes Mal, man lernt ja nie aus. Aus, ne? Ja, sieht gut aus. Da hast du, hier habe ich, nee, oh, hast du noch nie, gell? Ups. Ja, wieso seht ihr mich auf einmal in der gewohnten Umgebung? Es ist da so ein bisschen was schiefgelaufen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, echt nicht, keine Ahnung, aber irgendwie sind die letzten, ich weiß nicht, lass es 10, 15 Aufnahmen aus der Wildnis weg. Ich hab sie nicht, ich hab alles durchsucht und geguckt und ich kann es mir nicht erklären, aber sie sind weg. Weil wir das jetzt leider nicht mehr ändern können, müssen wir die Videoreihe auf diese Weise beenden und wirklich viel ist auch nicht mehr passiert. Also wie ihr gesehen habt, das Dach wurde gedeckt. Ich habe unheimlich viel geschrieben in dieser Zeit und ich glaube so ein, zwei Tage nachdem ich zurück war, habe ich dann auch das letzte Kapitel von Jonah zu Ende geschrieben und damit das Buch beendet. Am Ende waren es dann so, oh Gott, lass mich lügen, 96.000 Wörter. Das Buch ist mittlerweile erschienen, das wisst ihr ja wahrscheinlich sowieso schon alle, am Nikolauswochenende diesen Jahres. Und ja, obwohl ich so viel zu tun hatte in diesem Urlaub, habe ich glaube ich noch nie so viel geschrieben in der Wildnis und auch noch nie so, ich weiß nicht, also mit so einem Elan und so einem Gefühl dahinter. Und das zeichnet Jonah, meine ich, auch aus. Die bisherigen Rezensionen, es sind glaube ich 12 zurzeit, deuten darauf hin, dass es so ist, denn jeder scheint dieses Feeling, dieses Laura-Gefühl, was in dem Buch ganz klar vorherrschend ist, zu spüren und auch zu mögen. Und ja, dementsprechend war die Reise in die Wildnis sehr erfolgreich und wunderschön. Und ich bin sehr erstaunt gewesen, dass ihr das alle so begleiten wolltet, dass ihr, auch wenn ich zwischendurch gefragt habe, wollt ihr eigentlich noch ein Wildnisvideo sehen? Es sind so viele Wildnisvideos gewesen, dass ihr ja geschrieben habt und auch im nächsten Jahr noch was davon sehen wollt. Und ja, also es steht natürlich noch in den Sternen, ob ich nächstes Jahr wieder dorthin fahre. Man weiß es nie, man weiß nicht, was in einem Jahr sein wird. Ich hoffe es natürlich sehr. Auf jeden Fall aber möchte ich mich fürs Zuschauen bedanken und dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt und ja, meine Umgebung kennengelernt habt, im Prinzip meine familiäre Umgebung kennengelernt habt und ja, einfach miterlebt habt, womit ich meinen Sommer immer so in der Regel zubringe und ja, was soll man da noch mehr sagen? Das war's mit der Wildnis 2015 und hoffentlich sehen wir uns 2016 dann wieder. Bis dahin sehen wir uns aber auf jeden Fall im nächsten Video. Ich bin gespannt und hoffe, ihr seid es auch. Macht's gut!
herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Self-Publishing auf meinem Kanal. Wieder ein Frage- und Antwort-Video und zwar das dritte und vermutlich auch letzte. Vielleicht aber auch nicht. Ich muss gucken, wie gut wir vorankommen heute. Es ist schon wieder furchtbar dunkel. Ich entschuldige mich dafür. Ich schaffe es leider nicht, vormittags, wenn es noch schön hell hier ist, zu drehen, weil da einfach momentan zu viel zu tun ist.